schlussendlich bin ich in dem großen Haus gelandet. Und? 10 Zimmer, ja, Villa, mit riesen Umschwung. Kundschaft in Langquart konnte ich gar keine Kundschaft aufbauen. Ja, ich habe das wirklich gemeint, okay, eine Grippe und bis im Frühling und bis im Sommer ist das wieder normal, oder? Ja, Existenzängste, ja, genau. Habe dann gemerkt, ja, es geht nicht mehr, die Reserven sind aufgebraucht, dann war ja die Praxis geschlossen und bei dem Breakfast war auch nichts. Hatte ich die Idee, Heinz Raschein anzurufen. Was Menschen. Hat denn der Aufruf bewirkt? Ich war, glaube ich, 3 Wochen nur mehr am Telefon. Das hat schon nach ein paar Stunden eine riesige Welle ausgelöst. Also ich hatte das nicht gedacht zuerst von meinen Brettigauern, dass sie mir treu bleiben in Langquart. Und dafür bin ich auch sehr dankbar meinen Stammkunden. Hallo zusammen zu einer neuen Folge am Tisch. Diesmal mit der Elfenvilla-Betreiberin, der Anita. Herzlich willkommen. Danke. Danke, dass ich bei dir vorbeikommen durfte. Du hast uns eine interessante Geschichte zu erzählen. Elfenvilla in Landquart. Du bist hier 2019 eingezogen. Was hast du vorher gemacht? Vorher habe ich auf einem Bauernhof gewohnt in Gartenstedt. Das ist zwischen Bani und St. Antonien. Auf dem Berg. Auf dem Berg, genau. In Brettigau, ja, genau. 1200 Meter. Schön, ja. Einfach ein bisschen abgelegen. Aber war schon eine schöne Zeit. Also 13 Jahre war ich da oben und vorher 16 Jahre in Klosters. Hast du da mit der Massagepraxis, jetzt habe ich es so viel S, gearbeitet? Ja, 2015 habe ich die Ausbildung gemacht zur Masseurin. Und dann habe ich angefangen, mich selbstständig gemacht mit der Praxis. Weil eben da oben war es so schön zum Wohnen und da wollte ich einfach mehr zu Hause sein. Und da habe ich dann auf dem Bauernhof die Praxis eingerichtet, also auf dem Bauernhof in meiner Wohnung. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Einzugsgebiet relativ klein ist, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, Bani St. Antonien und hat auch Gäste, hat natürlich viele Ferienwohnungen. Ah. Und von dem her hat man die Saison schon gemerkt. Also das. Was hat dich dazu bewogen, nach Landquart zu kommen? In dieses wunderschöne, ja, große Haus. Ja, ich wollte dann doch eine Veränderung, mehr wieder unter die Menschen. Es war doch ein bisschen einsam oben und die Winter waren streng und die Kälte. Ja. Ich habe gerne die Wärme oder bin im Sommer gerne am See. Und dann ist eigentlich schon die Idee, ein bisschen weiter nach unten siedeln. In den Süden. In den Süden, ja, genau. Vom Brettig, oder auch mal vom Brettigau vielleicht raus. Ja. Du hast hier Massagepraxis und Bed and Breakfast in einem Haus eingerichtet. Das habe ich dann im Haus eingerichtet. Der Grund fürs Bed and Breakfast oder die Idee war, damit ich selbstständig bleiben kann, habe ich noch etwas gesucht, damit ich ja die Einnahmen vergrößern kann. Und darum die Idee. Und als ich das war Haus, in 2019? In 2019, genau. Da war ich auf der Suche nach einer neuen Wohnung oder noch ein Haus mit Garten. Für mich war einfach auch wichtig mit Garten. Mhm. Und es war gar nicht so einfach, mit Garten was zu finden. Und schlussendlich bin ich in dem großen Haus gelandet. Und? 10 Zimmer, ja, Villa, mit riesen Umschwung. Du bist im Dezember 2019 eingezogen, ja. Hast alles vorbereitet und, genau, ich sag mal so, ja, eingerichtet, Werbekampagne gestartet. Genau, Flyer, und das habe ich selber gemacht und im Bed & Breakfast Schweiz habe ich mich angemeldet. Ja. Und ja, und die Flyer und Werbung mache ich ja meistens selber. Was, ja. Und in dem Augenblick, was hat es angefangen zu laufen? So? Also die Praxis ist schon, meine Stammkunden sind mitgekommen, ja, von Brettigau, und das war sehr gut. Und Bed & Breakfast war noch nichts, weil ja, das war wirklich erst im Aufbau, war ja neu. Ja. Und das war ja dann schon Thema Corona, oder? Das ist aber dann im März. Im März. Lockdown. Ja, Lockdown, oder? Und das war eigentlich schon vorher. Das hatte ich schon, ich weiß gar nicht wann, waren die Gespräche schon da mit der Grippe. Ja, man wusste ja nicht, was kommt. Ja, genau. Und. In China fielen die Leute um wie Kartoffelsäcke, okay. Man weiß nicht warum, was ist da und so. Ja, genau. Und irgendwann hieß es plötzlich, zack, gefährlich, schließen. Ja, genau, und dann war ja die Praxis geschlossen und bei dem Breakfast war auch nichts. Oder war ja, Kaum gestartet, schon wieder zu, genau. Das Ganze hat natürlich Folgen für dich. Du bezahlst hier, ich sag mal, eine Miete. Ja, oder? Die Miete ist relativ hoch, also ich habe nicht gewusst, das ist schon eher hoch. Ja. Aber die Vermieter sind mir auch immer entgegengekommen. Für mich mit einer, also
mit ein bisschen einer Mietreduktion für das erste Jahr zum Starten. Und dann mit dem Lockdown sind sie mir auch großzügig entgegengekommen. Und da war ja eigentlich die Idee, ja, das dauert, der Lockdown das dauert nicht so lange. Ja, und auch das Ganze, also ich habe eigentlich nie erwartet. Die haben gemeint, ja, das ist noch wieder fertig, oder? Das ist, ich habe das wirklich gemeint, okay, eine Grippe und bis im Frühling und im Sommer ist das wieder normal, oder? Ja, also einfach so wie eine Grippewelle, die geht vorbei. Wie eine Grippewelle geht vorbei, ja, genau, dann arbeiten. Kann man wieder normal arbeiten, genau. Ja. Nach dem Lockdown hat es wieder Hast du wieder angefangen, konntest aufmachen. Ja. Das war dann irgendwo Mai, Juni, irgendwann so. Ja, genau, Mitte April, glaube ich, waren. Was ist da passiert? Haben dir dann Menschen die Bude eingerenkt, endlich mal wieder was auf? Ja, Einzelne waren froh, oder? Sind sofort wieder gekommen, die wohl keine Angst gehabt haben. Aber natürlich auch solche, die gesagt haben, nein, sie kommen nicht mehr. Aber warum Angst? Wegen der Angst vor dem Virus. Oder die einen, überhaupt die älteren Menschen, wo mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen müssen, die haben sich dann das nicht mehr getraut. Die haben, ja. Das ist eine. Und solche, die halt auch vielleicht Vorerkrankungen haben oder, ja. Das war einfach der Respekt und die Respekt Angst vor dem Ganzen. Vor dem man Ganzen. Weiß noch nicht, was. Ja, man weiß noch nicht, genau. Und Bed and Breakfast war am Anfang auch noch nicht so viel, aber dann vom Juni weg ist doch das Bed and Breakfast auch ein bisschen. Habe ich schon langsam Gäste bekommen. Was für Gäste kommen hierher? Was kann man denn hier so machen? Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich habe Velofahrer gehabt, weil hier ist es sehr schön. Und gerade der Vita-Parcours draußen, wo wegfahrt. Also so Vita-Parcours. Fahrradwege hat hier Fahrradwege hat es ohne Ende, ja, in alle Richtungen eigentlich. Für mich ist immer Langkart wie ein Stern. Weil man kann in alle Richtungen kann man was unternehmen. Man kann in schöne Brettigau. Die Herrschaft ist. Man ist schnell in der Foss, schnell in Chur oder schnell irgendwo in Sorgans. Bad Ragaz, ganz ist schön, genau. Ja. Mhm. Das hat schon mal ich finde, das ist eine schöne Gegend, man hat viele Möglichkeiten. Ja. Und es hat auch Arbeiter gehabt im Sommer. Das war der Sommer über, dann hast du, ich sag mal so, ein bisschen Licht am Horizont gesehen. Ja, genau. Das Konzept wäre gut. Genau, das Konzept wäre gut, ja. Die Praxis ist auch, sind dann wieder mehr Menschen gekommen, sind dann auch wieder, haben sich wieder mehr getraut, weil es im Sommer hat es ja wirklich schon ausgesehen, wie wenn es, ja. Dann ging es gegen Herbst los und dann wurden Maßnahmen verstärkt, also verschärft, so mit Maskenpflicht hier und dies und jenes. Genau. Musstest du auch so ein Schutzkonzept haben, oder wie sieht denn das aus? Ja, doch. Das musstest du auch alles? Das muss ich auch, ja. Was ist denn so passiert, sagen wir mal so im Herbst, im September, Oktober, wann ging es dann wieder los, dass es schlechter wurde, oder schlimmer? Also ab Oktober bis September hatte ich noch gut Gäste und ab Oktober... September war noch gut, ja. Da hatte ich du hast noch gesagt Oktober bis September oder Oktober bis Dezember? Oktober bis Dezember war nichts, oder? Dann war Flaute. Also da war im Bed and Breakfast gar nichts mehr. Mhm. Die Praxis war auch weniger. Dann man hat gemerkt, die Menschen sind wieder unsicher und haben wieder Angst bekommen und dann ist alles wieder zurückgegangen. Dann ging die große Angst. Und die wieder. Unterstützung vom Bund war dann aber nicht mehr. Die habe ich nur bis Mitte September erhalten. Weil es wird ja berechnet von meinen Einnahmen von den letzten 5 Jahren in Gartenstedt. Und die sind so wahnsinnig. Und natürlich hatte ich dort, hier ist die Miete, glaube ich, 5-mal höher als oben und darum geht das nicht auf, oder? Im Winter gab es Sperrungen von Restaurants. Ist da Bed and Breakfast auch davon betroffen? Nein, das Bed and Breakfast durfte offen haben. Mhm. Aber es ist natürlich für die Menschen wahrscheinlich nicht einfach, wenn sie wissen, sie können nirgendwo essen gehen. Und die Küche, ja, alle haben nicht gerne das Takeaway. Ja. Und, ja, ich hatte sehr wenig Anfragen. Die Zimmervermietung über Winter, zum Beispiel Skifahrer oder so, gab es da noch Nachfragen oder so? Wie muss ich mir das vorstellen? Gar nichts. Gar nichts? Gar nichts, nein. Also, du hattest wieder, ich sag mal, Null-Einkommen. Dann ging's nur von der Massagepraxis. Ja. Und das war natürlich sehr bescheiden, und oder? Die sind ja auch zurückgegangen, weil ja. Und ich konnte auch in Langquart gar nie eine Kundschaft, in Langquart konnte ich gar keine Kundschaft aufbauen. Mhm. Das war gar nie richtig möglich, weil eine Werbung in diesen Zeiten, ja, weil die Menschen doch immer vorsichtig aus Angst und weißt doch auch nicht. Du fängst an, da musst du zumachen. Ja, wir haben immer so das Hin und Her und das ist schwierig. Ist schon schwierig, ja. Die Frage, ja. Du hast mir erzählt, du machst jetzt auch Zimmervermietung. Einzelzimmer für Fixvermietung, ja. Ja. Das war dann vom
Also Arbeiter. Arbeiter oder Studenten von der Schule. In Langquart hat es eine Physiotherapie-Schule. Da habe ich einen jetzt, der kommt jetzt immer regelmäßig. Ja. Aber er hat natürlich auch viel Heimschule und dann ist es halt ab und zu nur 2 Nächte und je nachdem, wie viel Schule das er hat. Mhm. Aber jetzt eben seit März habe ich dann auch eine Praktikantin für 3 Monate und noch eine fix, ja. Irgendwann hast du ja gemerkt, das wird sehr knapp, ja. Dass man nicht mal mehr die Miete bezahlen kann. Was ist da bei dir so passiert? Auch Angst. Auch Angst, ja, genau. Das ist so schön, wie heißt das? Existenzangst. Existenzängste, ja, genau. Habe dann gemerkt, ja, es geht nicht mehr, die Reserven sind aufgebraucht. Ich habe meine Vermieter nochmal gefragt um eine Ermäßigung bis Ende Jahr. Und da sind sie nicht mehr so begeistert. Also sie haben mir eine Ermäßigung noch bis die ersten 3 Monate, aber nicht länger wollten sie zuerst, oder? Mhm. Und dann habe ich nicht mehr, habe ich überlegt, was kann ich machen, habe verschiedene Sachen probiert und zum Schluss hatte ich die Idee, Heinz Raschein anzurufen. Da gab es einen Aufruf. Ja. Wie kamst du auf die Idee, Heinz Raschein anzurufen? Ja, weil ich gedacht habe, ich habe den Namen gekannt von und habe gedacht, ach, das ist für mich ein menschlicher Anwalt, den kann ich fragen, ob er Bescheid weiß, ob ich eine Mietreduktion zu gut hätte. Ich habe das ab und zu in den Zeitungen gelesen und habe nicht gewusst, ist das jetzt... Also du Mietreduktion? Also ich Mietreduktion und dass auch meine Vermieter Mietreduktion zu gut haben. So, wenn sie mir Miete nachlassen, dass sie auch etwas bekommen. Dass sie vom Staat dann vom Zuschüsse Staat, bekommen. Genau, das habe ich gemeint, habe ich einmal gelesen, aber das stimmt nicht. Also da habe ich dann Heinz gefragt und da hat er gesagt, nein, da weiß er auch nichts. Also, aber er hilft mir mit einem Aufruf. In seinem Telegram-Kanal hat er, ich glaube, 11.000 Anhänger und er macht einen Aufruf für mich. Und das hat schon nach ein paar Stunden eine riesige Welle ausgelöst. Wir haben das gesehen, haben gesagt, okay, komm, gute Sachen, das muss man teilen muss man und helfen. Ja, das habe ich gemerkt. Mich haben Menschen, was hat denn der Aufruf bewirkt? Ich war, glaube ich, 3 Wochen nur mehr am Telefon. Ich hatte ganz viele liebe Anrufe und Anteilnahme und Ideen und Menschen kamen vorbei und wollten wegen Wege schauen oder was kann man machen. Und also du bekamst also Unterstützung auf breiter Front. Ja, von ganzen Schweiz bis Deutschland und Österreich kamen Anrufe. Ja. Also ganz, es war wirklich gewaltig. Tut gut, man fühlt sich auch mal getragen. Genau, ich habe mich wirklich, ich habe mich getragen gefühlt, wie wenn mich Hände tragen würden. Vorher, ich bin ja alleine, oder ich war ja dann auch viel alleine in dem Haus, da habe ich mir gedacht, auch mit meiner Einstellung, weil ich ja vor Corona nicht so Angst habe, bin ich allein und auf einmal trifft man ganz viele Menschen, wo auch so denken wie ich. Und das war schon schön. Wo auch keine Angst vor Corona haben. Angst vor Corona haben. Und eher Angst vor Existenz. Ja, genau. Also Existenzängste haben. Und, und mich verstehen, ja, genau. Und ich habe gemerkt, mein Name Elfenwähler, das war auch viele Menschen haben mich auch wegen dem, weil es ihnen der Name gefallen hat, wegen meinen wegen den Elfen. Wie kam der zustande, Elfenwähler? Elfen sind ja, wie sagt man im Sagen? Naturwesen, ja. Ich bin schon, also wie ich da oben im Bauernhof, auf dem Bauernhof gewohnt habe, habe ich dann die Ausbildung zur Pflanzenheilpraktikerin gemacht, am Anfang noch. Und da war natürlich mein Bezug zur Natur, wurde immer stärker, ja. Mit eigenen Garten und dann habe ich angefangen, Kosmetik zu machen und Salben. Und meine Salben haben schon Elfensalben geheißen, weil für mich lebt alles. Der Garten, ich rede mit den Blumen, ich rede mit den Bienen, mit den Käfern, egal, für mich lebt alles. Mhm. Und ich sehe es nicht so, aber ich spüre, dass es Elfen gibt und die Naturwesen. Ich habe das auch schon erlebt, zum Beispiel bei mir kam eine Biene rein. Also ich sage mal, die ist reingegangen und die fand den Ausgang und gesagt, komm, mach wieder einen Abgang da raus. Du bist hier falsch, hier gibt es nichts für dich. Ja, dann hat sie in den Kreis gedreht und dann ist sie wieder rausgegangen. Vielleicht hat sie mich verstanden, vielleicht ist Zufall, aber es passieren immer wieder solche Dinge. Ja, also, Zufälle. Zufälle heißt es, oder? Das ja. Ist, ja. Wie muss ich mir Massagen in der Elfenwähler vorstellen? Was machst du da? Was ist das? Was sind das für Massagen? Also ich habe schon die normale Ausbildung gemacht bei der klassischen Massage in Bodyfit und natürlich noch mehrere Kurse angehängt und dann gibt es eine Mischung. Irgendwann gibt es eine eigene Mischung. Oder? Ich bin schon eine, wo intuitiv mehr massiert. Ich habe auch noch Reiki gemacht, das auch noch die Energie. Und das irgendwie, auf einmal
fließt dann alles zusammen. Hm. Und das ist mit dem Schröpfglas, das ist auch noch interessant. Ja, ist das? Schröpfen. Schröpfen. Ja, was Schröpfen. Das ist eine uralte Methode. Und es gibt jetzt, schon die neuen Gläser, dann kann man auch massieren mit dem Schröpfglas. Da wird die Durchblutung. Ah, das ist das, wo die Haut so rauszieht. Ja, genau. Die Haut zieht es, also wird angezogen und das Bindegewebe, oder? Und dann wird es gut durchblutet. Und das kann man, ja. Kommt das von China oder von wo ist das? Weil das habe ich schon gesehen, die machen da so... Es ist schon, also, aber ich glaube, der Ursprung ist nicht von China. Es kommt schon in der chinesischen, in der chinesischen Medizin wird das schon angewendet. Da gibt es da verschiedene Methoden. Aber es stärkt Massage, also es stärkt das Immunsystem, es fördert die Durchblutung, es regt die Selbstheilkräfte an. Man kann sie auch drauflassen und dann gibt es ja die eigentlich die Verfärbungen von der Haut. Und dann weiß der Körper und die Zellen, hier muss ich schaffen, hier muss ich arbeiten, hier muss ich was reparieren. Und so werden die Selbstheilkräfte angeregt. Okay. Und das ist schon noch eine alte Methode. Ich glaube, schon die alten Römer haben mit dem schon gearbeitet. Die hatten und damals noch keine Tabletten. Nein, keine, genau. Die haben noch mit der Natur gearbeitet. Du hast... Bed and Breakfast erwähnt, hast du noch Bedarf an Kunden? Du hast ja gesagt, du hast Zimmer schon vermietet an Arbeiter und Studenten und so. Ja. Mhm. Hast du da noch Zimmer frei? Also wir können da auch mal Fotos machen und unten einblenden. Erklär mal, was da so ist, wie das funktioniert. Also ich habe im unteren Stock habe ich 3 Zimmer. Da sind jetzt 2 Zimmer im Moment für die nächsten 2 Monate noch fix vermietet. Und ein Zimmer habe ich als Küche eingerichtet, also als Küche, als provisorisch mit einem Bistroofen, einem Kühlschrank, Kaffeemaschine oder Tee, sodass sie einfach wenigstens Kleinigkeiten zubereiten können. Man kann sich selber so ein bisschen was heiß versorgen. Machen. Ja, so. Genau, der Bistroofen ist ja super, da kannst du eigentlich alles backen, wie ein Backofen benutzen. Ja. Und sonst können sie auch natürlich meine Küche benutzen, das geht schon auch. Und die haben eigene Duschen und Badzimmer? Und Dusche, ja, es hat immer, also bei 3 Zimmern ist immer ein Badzimmer dabei. Ja. Und das ist dann der untere Stock und ist eigentlich auch schön, es sind helle Zimmer mit schöner Aussicht in den Garten. Und dann im oberen, in der Mitte sind auch noch 3 Zimmer. Davon ist ein Zimmer die Massagepraxis und ein Zimmer ist das Doppelzimmer für das Bed and Breakfast und ein Zimmer noch ein Einzelzimmer. Okay. Die lasse ich mehr fürs Bed and Breakfast, für wechselnde Gäste. Und dann hat es noch ein Badezimmer mit Dusche und Badewanne. Und auch man kann immer raus in den Garten, es hat einen Vorraum, wo man auch sitzen kann und etwas lesen. Der Vorraum ist der, wenn man die Treppe hochgeht. Ja, wenn man die Treppe hochgeht, wo der Blick in den Garten so schön ist. Und ja, super. Dann meine andere Frage, hast du Angst vor Corona? Nein. Nicht? Nein, nicht. Wie gehst du mit der Maskenpflicht um? Was machst du so? Wie funktioniert das bei dir? Ja, das ist eigentlich für mich das Schlimmste an dem ganzen Corona, die Maskenpflicht. Weil wenn ich so eine Maske aufsetze, ich habe wieder das Gefühl, ich bekomme keine Luft, kriege fast Panik und ich muss sie dann immer unter die Nase ziehen. Oder ich kriege wie keine Luft. Und dann gehe ich wegen dem eigentlich sehr wenig einkaufen, also nur das Nötigste und nur mehr in kleine Geschäfte, damit ich ja nicht zu lange brauche, oder? Dass ich nicht anstehen muss, weil... Ich fühle mich einfach nicht wohl und ich finde es einfach schlimm. Mhm. Auch wenn ich andere Menschen anschauen muss, es engt mich wie ein. Man kann es fast nicht beschreiben. Haben die Elfen hier in der Villa auch Masken an? Nein, die Elfen haben nicht keine Masken. Die lachen doch gerne und die sind immer übermütig. Die Elfen tragen keine Masken. Es fehlt die Mimik, das... Es fällt die Freude, die Mimik, genau, der Gesichtsausdruck. Und sie möchten doch Spaß haben und tanzen und singen. Alles, was das Immunsystem auch stärkt, oder? Was Spaß macht. Was Spaß macht, genau. Und darum sind die Elfen auch immer gesund. Okay. Was ist besonders noch speziell an der Elfenvilla? Oh, ich habe zum Beispiel keinen Fernseher. Nirgends, den kann ich auch nicht in den Zimmern. Aber ich habe schon vorher keinen gehabt, oben. Das ist für mich... Mir nicht wichtig. Und es hat doch schon einen schönen Garten, man kann sich im Garten aufhalten, spielen, zusammensitzen, gute Gespräche. Ich finde, das ist viel wichtiger. Ich habe gesehen, du hast ja auch noch einen Grill draußen. Wie sagt man, Grill hätte es auch, kann man auch grillieren und so. Ja, man könnte grillieren, genau. Ganz gemütliche Gegend hier. Ja.
Haben wir etwas vergessen? Möchtest du noch etwas hinzufügen? Aber ich möchte noch Danke sagen an Heinz Raschein für seinen Aufruf und ja, um die Hilfe. Und er hat noch Massagegutscheine zu gut. Ich komme einfach nicht dazu, sie zu verschicken, aber jetzt, ja. Aber der Heinz kennt das, er kriegt auch so viel Post, dass er nicht alles immer machen kann. Ja, das ist gut. Aber ich mache so, ich schicke ihm dann das Video und dann sage ich ihm, da drinnen ist irgendwo ein Gutschein für dich versteckt. Ja, das oder? Ist gut, ja, genau. Frage noch, dass deine Stammkundschaft, die du bis jetzt hattest, kommen die noch? Siehst du die noch? Die kommen noch, ja, das sind wirklich sehr treue Kunden seit Anfang. Und sie kommen auch, also ich hatte das nicht gedacht zuerst von meinen Prättigauern, dass sie mir treu bleiben in Langquart. Und dafür bin ich auch sehr dankbar meinen Stammkunden. Das ist doch mal super, dass es auch solche Menschen gibt, die das schätzen, was du machst. Das muss also was Besonderes sein, wenn so viele dir von da hinten oben nachreißen in den Süden. In den Süden, ja, geil, ja. Aber die müssen ja auch mal runter oder, und einkaufen gehen und die brauchen auch mal. Einmal was Gesundes. Einmal was anderes. Nein, gesund ist oben auch. Nein, meine gesunde also Massage. Gesunde Massage, ach so. Ja. Okay, in dem Fall danke ich dir herzlich für das Gespräch. Ja, ich danke dir. Und falls auch ihr irgendwie etwas habt, was ihr erlebt habt in dem ganzen Jahr und es mitteilen wollt, meldet euch einfach. Die Mailadresse ist da irgendwo eingeblendet. Dann setzen wir uns an den Tisch und reden mal darüber. Und bei der Gelegenheit, wenn ihr nach unten schaut, da gibt es so zum Beispiel Daumen nach oben, Abonnenten mit Glocke, alles Mögliche. Klickt ein bisschen rum und schaut euch um. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und herzlichen Dank, Anita. Danke, Werner. Tschüss.